Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, sind Leo und ich gerade auf der Fährt Bodensee angekommen. Und wir haben einfach einen richtig coolen Chauffeur gefunden. Wir sind flott unterwegs heute. Und wir werden euch mit der Kamera mitnehmen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind heute, wie man sieht, auf der Fährt Bodensee zusammen mit Leo. Wir dachten uns, wir nehmen euch einfach ein bisschen mit über den Tag heute. Wir haben euch auch in der Insta-Story gefragt, was wir euch zeigen sollen, zum Beispiel neue Eskadrott-Kollektion oder was auch immer. Wir werden auch heute unsere erste Autogrammstunde geben. Da sind wir sehr gespannt, wer von euch kommt, wie viele, und wir freuen uns auf euch und nehmen uns einfach mal mit. Genau. Let's go. Also was ich noch sagen wollte, wir beide sind ein bisschen aufgeregt. Wir wissen gar nicht warum. Wir haben gerade schon mal ein Intro gedreht, das war ein bisschen chaotisch und hat irgendwie auch nicht aufgenommen. Aber da hat man sehr gemerkt, wie aufgeregt wir sind. Das passt schon, das wird. Das wird. Let's go. Oh Mann. Die ist bei dir. Ja. Ich habe so Schwein gehabt, ich musste jetzt gerade eigentlich meinen Ausweis zeigen. Und ich habe an der Kasse von einer alten Freundin die Mama gerade gesehen und mit der gequatscht. Und sie hat gesagt, ach, sie mich kennt, sie, ich brauche keinen Ausweis. Ich habe so Schwein gehabt, ich habe meinen gar nicht dabei gehabt, weil ich nicht dachte, ich brauche den oder so. Glück richtig gehabt. Glück gehabt, dass ich ja, die gesehen habe. Richtig frisch. Boah, oha, wie frisch geduscht. Ja, echt so. Das beschreibt es echt gut. Aber irgendwo kommt mir der Geruch bekannt vor. Aber wie was du sagst, denn? Frische Dusche. Echt so. Kann ich Jubi sagen, Jubi war frisch geduscht. Nach und das ist das Shampoo. Wir sind jetzt gerade beim Stand von Silver Circle angekommen und haben die liebe Nina kennengelernt. Das ist eben die Gründerin von Silver Circle. Willst du noch irgendwas sagen? Bei uns findet ihr hochwertige Reithosen mit Full- und Kniegrip. Wir haben die in den Farben Schwarz, Navy und Weiß. Oberbekleidung, Sportshirts, genau, ich habe so ein Langarm-Shirt schon drunter und ihr kennt es bestimmt auch schon von mir auf Insta. Habe ich so ein beigefarbenes Langarm-Shirt. Ich habe das schon gezeigt. Genau, die Hoodies haben wir. Jetzt haben wir ganz neu auch noch Westen. Und ihr findet uns hier in Halle 4 am Stand 405. Schaut gerne mal vorbei. Okay, passt, oder? Oder sollen wir nochmal? Hattest du schon gesagt gehabt mit der Standnummer? Nee, das hab ich gar nicht gesagt. Wir waren jetzt gerade bei der Freiarbeitsstunde von Native Horse und haben uns das einfach mal so ein bisschen angeguckt. Es war auch sehr interessant, die beiden mal in live zu sehen mit ihrem Pferd Opium. Und ja, war mal ganz schön. Genau, jetzt sind wir hier gerade noch ein bisschen weiter in der Halle, um uns ein paar Inspirationen zu sammeln. Ich darf nämlich demnächst was auf den Markt bringen. Hier sieht man vielleicht schon so ein bisschen was, um was es handeln könnte. Und da werden wir jetzt erstmal so ein bisschen auf Inspo sammeln. Inspo, wie sagt man da? Inspiration sammeln. Inspiration sammeln gehen, genau. Und wir werden euch ein bisschen mitnehmen. Ja, das soll so ein Übergang sein. Also hier unser cooles Gefährt ist der Equipulli von Sonntag und B&M. Genau, der hält 500 Kilo aus, man kann 600 Liter reinmachen und man kann damit Stroh rumfahren oder besser gesagt die Pferdebollen einsammeln, was richtig cool ist. Wenn man einen Offenstall hat, kann man damit auf die Weide fahren oder in den Stall, was sehr, sehr praktisch ist. Grüße gehen an der Stelle auch raus an unseren Stall. Ich würde damit liebend gern bei uns auf Stall rumheizen, das ist sehr, sehr cool.
wir sind jetzt gerade am Stand von den, oder nicht am Stand, am Zelt von den Verkaufspferden angekommen. Da wolltet ihr auch sehen, welche Pferde gerade zum Verkauf stehen. Und wir haben jetzt hier gerade schon ein Kuschelmonster gefunden. Helmut. Helmut, das sagen wir zu ihm. Den würden wir am liebsten austauschen gegen unser Pferd. Oh, naja, aber nur, weil der so verkuschelt ist. Gell, Leo? Oh ja. Dich? Ich nehme einfach das ganze Zelt mit. Der ist auch so weich. Vielleicht ist es auch nicht die, vielleicht ist es ja eine Helga. Eine Helga? Gar keine Helmut. Alter, aber die ist so anders weich. Helga, dich nehme ab. Hi. Hallo. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir für unseren YouTube-Vlog filmen? Ja, klar. Perfekt, weil wir hatten in der Insta-Umfrage, wir sollen YouTuber zeigen und da ist perfekt, dass du heute hier bist. Wie süß. Ja. Wir freuen uns, dich mal persönlich zu sehen. Ja, echt so. Wir freuen mich vor langen Storys und so. Es ist richtig schön, was du machst. Sehr, sehr süß. War sehr süß. Aber ich war gerade ein bisschen überfordert, weil ich habe ja gerade die erste Karte geschrieben und ich wollte eigentlich schreiben, Julia, nee. Für Sophia. Ja, genau, Julia für Sophia. Und ich habe Sophia für, nee, von halt dann geschrieben. Also ein bisschen verwirrend, aber das war die erste Autogrammkarte. Autogrammstunde. Ach, Leo, wo du es gerade schon draußen hast. Also, ich habe Ruby eigentlich so unnötig so ein Spielzeug-Lama von Kentucky gekauft. Ich liebäugle schon so lange damit, aber wie gesagt, das ist echt unnötig. Aber er huschelt am Putzplatz so viel rum und ist immer so neugierig, dass ich wirklich glaube, dass er damit spielen würde. Da ist so eine Flasche drin. Weil ohne Flasche hätte ich sie nicht gekauft, aber einfach unnötig. 50, 40 Euro oder so. Aber ich bin gespannt, ob er es anzieht oder Geld nicht. Ja. Aber der Wahn hält sich bis jetzt in Grenzen. Also von dem her. Wir beide waren jetzt, oder wir alle waren besser gesagt, noch mal kurz Pause machen am Auto, einfach weil so ein langer Messetag schon echt anstrengend ist, wenn man nur steht. Jetzt habe ich gerade die Nachricht von Hoofman reinbekommen, was mega lieb ist und mich voll gefreut hat, dass ich mir bei denen noch ein Outfit raussuchen darf. Da waren wir nämlich vorhin auch schon am Stand. Da werden wir jetzt noch hingehen und dann sind wir noch bei Animalon eingeladen, um Sektchen zu trinken. Da haben wir uns auch eine coole Challenge überlegt für Insta, aber auch für YouTube. Nee, für YouTube werde ich es einblenden und auf Insta wird es als Reel hochkommen. Und dann endet für uns auch heute schon der Messetag, genau. Das ist so unser Plan. Da rein, oder? Wir hatten eine spontane Idee. Dürfen wir mit dir noch was ins Video bringen, beziehungsweise ein Reel für Insta? Klar. Okay. Mit mir? Ja, mit dir. Du bist der Gründer, du musst jetzt herhalten. Ja, okay. 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 Stell dich und dein Unternehmen und deine Produktion der Bürsten in einer Minute vor. Also vor 5 Jahren hatte ich mit meiner Freundin Tabea die Idee, etwas im Bereich Pferdepflege zu machen. Und ja, da haben wir überlegt, Wir wollen eine Innovation schaffen, wir wollen etwas machen, was andere vor uns noch nicht gemacht haben. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass der Bereich Pferdebürsten noch wirklich sehr unterentwickelt war und haben uns überlegt, warum Pferdebürsten überhaupt gerade sind. Und da sind wir halt auf die Idee gekommen, ja, eigentlich müssten die ja rund sein oder zumindest anschmiegsam an den Pferdekörper, dass das halt ein bisschen angenehmer auch fürs Pferd ist. Und so haben wir ein bisschen rumgetüftelt und sind auf die Animalon flexible Pferdebürste gekommen. Und seit 5 Jahren verkaufen wir nun unsere Bürsten online und in unserem und hier auf Messen auch. Und ich würde sagen, wir sind schon recht erfolgreich, arbeiten mit vielen Influencern zusammen, wie mit euch. Und ja, haben sehr viel Spaß bei dem, was wir tun. Und das ist so das, was wir halt ja, seit Jahren machen und was uns Spaß macht. Friedrichshafen neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir hatten einen sehr, sehr schönen und vor allem auch erfolgreichen Tag hier. An dieser Stelle wollten wir uns an die einzelnen Leute bedanken, die bei unserem Meet and Greet waren. Wir haben auch unter anderem vor, im März in Essen auf die Epitana zu gehen und würden uns natürlich freuen, wenn wir da euch auch kennenlernen könnten. Und wir würden uns vor allem freuen, wenn ihr dem Video ein Like und ein Abo dalasst. Und ja, bis dahin. Tschüss!